Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Avin. Erzengel Gabriel Tagesbotschaften vom 30. und 31. Januar 2018, übermittelt von Shelley Young, Zusatzbotschaften von Yvonne Moore, übersetzt von Yvonne Moore. 30. Januar 2018. Ihr Lieben, glaubt ihr, ihr könnt alles haben? Glaubt ihr, dass alle eure Träume wahr werden können? Oder glaubt ihr, dass ihr bei der Erfüllung eurer Wünsche nur begrenzten Erfolg haben könnt? Denkt, es wäre gierig, es sei unerreichbar oder es würde euch Schlimmeres geschehen, wenn ihr alles habt? Was, wenn sich die Dinge für euch deshalb nicht zum Besten fügen, weil ihr nicht groß genug denkt? Eure Seele wird sich immer mit euren Bemühungen schwer tun, klein zu bleiben, denn sie strebt immer eure Entfaltung und euren höchsten Lebensausdruck an. Sie ist nicht daran interessiert, euch in eurer Selbstbegrenzung zu unterstützen oder darin, in einem Zustand der Herabminderung oder Verleugnung eurer selbst zu verbleiben. Denn sie weiß, dass niemand dadurch gewinnt, wenn ihr eure Gaben und Erfahrungen verleugnet. Alles zu haben bedeutet, das volle Potenzial der kontinuierlichen Entfaltung und des kontinuierlichen Wachstums zu nutzen, darauf basierend, was euer einzigartiger Aspekt der Quelle zu jedem gegebenen Zeitpunkt ausprobieren, beitragen und zum Ausdruck bringen möchte. Es gibt keinen Endpunkt. Es gibt nur neue Plattformen, von denen aus ihr neu erschaffen könnt. Und genau diese Evolution wird vom gesamten Universum unterstützt. Wenn ihr also frustriert seid, weil ihr Schwierigkeiten habt, etwas zu manifestieren, was euer Herz begehrt, dann nehmt euch die Zeit zu untersuchen, ob ihr deutlich weniger anstrebt, als was euch tatsächlich zur Verfügung steht. Wenn ihr sicher wüsstet, dass ihr alles haben könnt, was ihr wollt, wie anders wäre es als das, was ihr zu erschaffen versucht? Gibt es genug Raum zur Entfaltung? Wenn ihr nicht erkennen könnt, wie, dann bittet das Universum, euch zu zeigen, wie oder wo ihr euch möglicherweise zurückhaltet und begebt euch in die Hingabe für die perfekte Schöpfung für euch. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie viel mehr schon immer darauf gewartet hat, dass ihr euch in die Energien begebt, absolut bereit zu sein, zu empfangen. 31. Januar 2018. Hingabe und Akzeptanz erlauben es euch, euch von dem zu lösen, was euch zurückhält, und offen zu bleiben für das, was euch unterstützt und am besten zu euch passt. Beide arbeiten wunderbar darin zusammen, euren Widerstand zu vermeiden und euch im Fluss zu halten, was der schnellste Weg ist, um mit größtmöglicher Hilfe und Behaglichkeit voranzukommen. Wenn sie euch auch recht simpel erscheinen mögen, empfehlen wir euch doch, nicht die Fähigkeit dieser beiden kraftvollen Aspekte zu unterschätzen. Eure Lebenserfahrung auf die kraftvollste und vollmächtigste Weise zu führen und zu verändern. Der beste Weg, um zu begreifen, was diese Elemente für euch bewirken können, ihr Leben, ist bewusst mit ihnen zu experimentieren und die Magie für euch selbst zu spüren. Ihr könnt ein Konzept nicht in die Realität umsetzen, wenn ihr ihm keine faire Chance gebt.